willkommen zurück zu Let's Play The Sims 2. Es ist das 83. Video, das wir hier über John sehen, über John und seine Familie, über die Familie Meyer. Vor 83 Parts hatten wir John erstellt. Einen ziemlichen Loser, einen Mann, der gescheiterte Träume hatte, der es aber dann trotzdem geschafft hat, mit der richtigen Frau eine Familie zu gründen, ein wunderschönes Haus zu haben, Haustiere und alles, was man braucht. Er hat alles mitgemacht, was ein Sim, generell ein Mensch in dem Alter mitmachen kann. Er hatte die Midlife Crisis, er hatte Einbrecher, er hatte einen Brand, er hätte sogar fast eine Affäre gehabt. John ist ein wirklicher Durchschnittsbürger. Aber mehr will er, glaube ich, auch nicht mehr. Und damit heiße ich euch wirklich herzlich willkommen zu der großen finalen Folge von diesem Sims 2 Let's Play. Es ist die Folge, in der John das letzte Alter erreichen wird. Er wird zum Knacker und wir werden das so gut es geht zelebrieren. Und danach, das sage ich gleich am Anfang, wird es nochmal ein Video geben, wo es dann einen kleinen Abschied gibt in diesem Let's Play hier. So gehört sich das ja nun mal, denn 84 ist einfach eine schönere Zahl. Und ja, ich wollte das hier nochmal so ein bisschen einleiten, denn es ist schließlich wirklich eine besondere Folge. Aber damit ihr jetzt nicht hier wieder nur 3-4 Minuten Geplapper von mir hört, weil das habt ihr genug gehört, werde ich sagen, gehen wir ein letztes Mal hier von der Nachbarschaft aus in The Modern House of Chaos. John Meyer, Einflussnehmer. Jane Meyer, solide Ernährerin. Jesse Katzen, Hochbegabte. Joanna Meyer, stolze Familie. Joe Meyer und June Meyer. Betreten. Guckt sie euch an, diese Bilderbuchfamilie. Ach ja, man kann den Kindern natürlich auch wirklich nicht, man kann es nicht leugnen, dass sie wirklich ihre Kinder sind. Das ist unglaublich, wie ähnlich die denn sind. Aber die beiden sehen sich ja auch ähnlich, von daher, was soll da sonst anders rauskommen? Jetzt sind wir wieder hier, da wo wir sie zurückgelassen haben. Es ist 2.44 Uhr nachts, Mittwoch. Und John wird jetzt zum Knacker. Das war natürlich klar, dass John zu einer unpassenden Zeit alt wird. Geschweige denn, ich denke mal, dass er alt wird. Das ist ja nur meine Vermutung, aber ich hoffe, das passiert jetzt auch, weil diese ganzen Ankündigungen, jetzt passiert dann gleich nichts. Tut mir leid, dass es jetzt hier ein wenig ruckelt. Das müsste sich aber jetzt wieder gelegt haben. Genau, oder nicht, oder nicht? Ach, das Ruckeln gehört trotz neuem Computer auch dazu, vor allem in dieser schönen Folge. So, jetzt gehen wir mal hier ins Haus und ich möchte nämlich euch, verrate ich schon mal, was will ich denn groß zelebrieren hier? Ich möchte ein bisschen Feuerwerk machen für John. Also bei eine große Party schmeißen, das wird wohl nichts, weil er hat ja zur unpassendsten Zeit Geburtstag und er hat auch nicht so viele Freunde und Partys sind eh immer ein bisschen schwierig bei Sims 2. Deswegen würde ich sagen, feiern wir hier mit dem Feuerwerk und danach gehen John und Jane nochmal schick in ein Restaurant essen. Und dann ist das, würde ich sagen, genug gefeiert für einen alten Mann. Ne? So, ich möchte hier das noch ein bisschen schick machen. Jetzt gehen wir mal, gucken, was wir hier. Der Grill, ja, der steht da eigentlich ganz nett. Aber wo könnte ich denn die Feuerwerkskörper hochgehen lassen? Immer stellen wir mal den Grill hier rüber. So, na, umdrehen, zack. So, genau. Die Lampe können wir von mir aus dahin stellen. Die stellen wir. Die steht da. Gut. Machen wir mal hier. Ich sagen, das Podest zum Feuerwerk machen. Das sieht ein bisschen blöd aus. Ah. Machen wir so. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt so versuche, so irgendwas Besonderes zu gestalten. Aber, ja. Was haben wir denn hier Hübsches? Da hätte man ein Vulkan, das ist wahnsinnig viel. Was ist denn das? Funkenmariechen von Puffpuff. Knallende Knallbox von Puffpuff.
Wir nehmen natürlich das teuerste, ne? So, dann zünden wir das auch noch an danach. Und machen das hier noch. Zünden die hier noch an. Achso, die müssen irgendwo hängen. Machen das. Machen das noch so. Okay, das ist dann wunderschön zum Anzünden. Ich finde nach wie vor diesen Tisch und diese Stühle sehr hässlich. Die sind mir so richtig ein Dorn im Auge gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand die richtig, richtig hässlich. Weshalb es jetzt einen schöneren Tisch gibt, so gut es geht. Das sieht... Naja, der ist ja nichts Besonderes. Der sieht scheiße aus. Der ist für draußen ein bisschen arg protzig, ne? Aber gut, ja, es gibt eigentlich gar keine schönen Tische hier bei Sims 2. Außerdem diese Dunkelheit, ne? Die deprimiert einen total. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein bisschen hell. Ja, für draußen brauchen wir einen entscheidenden Tisch. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ein entscheidendes Fliesenmuster drauf haben. So. Ist ein bisschen rustikal. Passt so eigentlich nicht zum Haus, aber passt zu einem alten Mann. Also wenn ich sofern ich das jetzt beurteilen kann. Aber ich finde halt schon, wenn man älter ist, dann hat man eben, weil das passt jetzt gar nicht dazu, hat man vielleicht eben irgendwie eher so ein sowas übrig für so alten Klempel da. Hast du alles so Trittenstühle, weißt du? Das ist schwierig. Aber mal ganz ehrlich, wenn du da so einen teuren Polsterstuhl hier hast, ne? So. Und dann regnet es einmal und dann pinkelt noch einmal die Katze drauf, wobei das macht's auch drin. Und dann kannst du den noch wegschmeißen. Und dass wir jetzt Johnny hier unter die arabische Kultur gegangen ist, das muss man ja auch nicht unbedingt feiern, weil schließlich hat er das ja nicht. Einen Hochstuhl braucht er auch nicht mehr. Ja, ich kann natürlich jetzt hier so eine Bank hinstellen. Ach, das ist doch Blödsinn. Warum macht Sims 2 keine schönen Stühle da draußen? Man würde sagen, so Klapperstühle, das sieht da doof aus. Und Leute, ich will doch jetzt hier nicht die ganze Folge mit Bauen verbringen. Das machen wir mal. Krass, gibt es hier so einen dunklen Stuhl. Das sieht richtig altbacken aus, aber das ist ja okay. So, sorry. Genau, was wollte ich denn jetzt eigentlich hier machen? Genau, die Torte hinbauen. Und hey, nochmal für einen alten Mann ein bisschen hier was machen, ne? Na, Schneemann, wie geht's dir? Tun dir deine Arme allmählich nicht weh? Der hofft auf Schnee, so wie wir alle. Was war das hier? Fruchtfass, nein, das ist... Genau, dann gibt's hier noch was zum Trinken. Ja, und dann würde ich mal sagen, ne? Dass wir John mal alt werden lassen. So. Nicht erschrecken, es wird wieder dunkel. Denn in Wahrheit ist es ja tiefe Nacht. John? Geht's dir gut? Bist du aufgeregt? Wir sind es zumindest, also ich. Prägt euch dieses junge Gesicht noch ein. Ihr werdet es wahrscheinlich so lange nicht mehr sehen. Genau. Das mache ich mal auf Play. Ich lasse einfach mal die Sims hier, ich wollte schon sagen, Leute, aber die Sims hier einfach machen. Und go. Oh, lecker. Aber bei euch, lieber. Haben wir noch. Du bist ja unterwegs. So. Was ist das? Wieso passiert denn jetzt gar nichts? Klar, du musst natürlich hier so einen Stinker reinlegen, ne? Gehen da alle hin. Freuen sich. Ich muss mal hier ein bisschen Licht machen. Das ist ja eine Trauerstimmung hier draußen. Machen wir mal hier fett Licht. So. Beziehungsweise anders. Das Licht ist ja gar nicht an. Einschalten. Alle Lichter. Wow, da gehen meine FPS nach unten. Da sind sie wieder da. Okay, machen wir weiter. Das ist ja genug jetzt. Gott! Es ist peinlich jetzt in dem Alter solche Ballons zu haben. So, jetzt steht ihr hier alle rum. Ja, wobei? John, warum erzählst du nur schmutzige Witze? So wie es aussieht, wird der Mann nicht alt. Oh.
Was macht der Mann denn da? Nur am Rumknutschen und schmutzige Witze erzählen. Warum wurde denn der die ganze Zeit geküsst? Leute, ich verstehe dieses Spiel nicht mehr. Genau, jetzt reden wir noch über Techtelmechtel. John, was machst du denn? In der Anwesenheit deiner Tochter redest du über Sex? Ach, der Mann, der lernt nie dazu. Und Jesse, du könntest ja mal was anziehen. Warum schläfst du denn? Bist du so müde? Leute, der wird irgendwie gar nicht alt. Der Mann kann nicht alt werden. Ist ja der Hammer. Küssen, Kissenschlag. Was macht der denn? Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen planen. Es muss ein bisschen anders. Wir müssen den Plan umschmeißen. John, du bist nicht alt. Wann werden die Sims denn alt? Ich habe das irgendwie immer so gedacht, dass sie so um 18 Uhr alt werden. Deswegen gehe ich jetzt mal den normalen Gang der Dinge. Ich habe mich nämlich damals schon gewundert, dass es auf einmal so schnell alt wird. Und danach soll er ins Bett gehen. Im Schlafanzug. Und was machst du? Du stinkst auch. Gehst du unten in die Dusche und danach gehst du auch ins Bett. Jetzt einfach. Und du, Madame, stinkst auch ein bisschen, hast aber keine Dusche, aber gehst bei dir mal jetzt ins Bett. Du machst kein Bett machen. Warum musst du jetzt entspannen? Bist jetzt schon wieder... Geh einfach mal hoch. Oh Gott, der Kleine, den gibt's ja immer noch. Den gibt's ja wirklich noch. Erstmal tust du diesen kleinen Jimmy was zu essen geben. So, und du stinkst auch, hast aber Hunger. Ja, dann gehst du jetzt hier noch futtern, Snack knappern, ein paar Chips essen und danach gehst du schlafen im Schlafanzug. Okay, so, das war jetzt kurz mal hier die Familie Meier mal wieder zu einer geordneten Familie machen. Also irgendwie habe ich das verzockt mit dem Geburtstag. Aber gut, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Umso schöner. Ja, umso schöner, dass wir mit diesem Mann noch ein paar Stunden verbringen können. Hier, jetzt gucken wir mal. Aber es wird trotzdem alles in dieser Folge passieren. Keine Sorge. So wird halt die Folge etwas länger. Ich denke mal, ihr habt dagegen nichts, ne? Nein. Na, Jimmy. Wie geht's dir? Du weißt gar nicht, wie sehr du mir auf die Nerven gehst. Ach ja. $10 kostest du. $10. Ich hab bald kein Geld mehr wegen dir. Naja. Jetzt Futter auch. Tu was essen. Komm, tu was essen. Trink was. Genau. Und jetzt was essen. Essen. Komm. Ja, so. Ah, dummes Tier. Hat bestimmt nur ein Gehirn wie so eine Murmel. Die rollt von einer Ecke in die andere. Jane, das ist die falsche Seite. Wer ist jetzt hier der altverwirrte Mann? Du oder sie? Sie oder du oder er? Ach, na, oh, Mann. Dieses alte Ehepaar. Irgendeiner ist noch nicht im Bett. Natürlich. Wer muss schon schlafen gehen, wenn man sich ein Espresso machen kann? Geh ins Bett, du Nudel. Schlafen, im Schlafanzug, damit endlich mal was anderes anziehst. Irgendwas ist da jetzt schon wieder. Was machst du denn? Duschen. Ach jö, so stark ist doch deine Hygiene noch gar nicht. Um unten. Mann, dass du wieder... Es ist 5.42 Uhr. Du musst doch ins Bett. Du musst doch bald in die Schule. Und du bist doch gerade unserer Familie stolz. Du kannst doch nicht schon wieder einen auf Schwänzen machen. Und später wirst du dann mit 14 Mutter und... Ach Gottes Willen, was da alles passieren könnte. Sieht eigentlich schön aus, wenn das so beleuchtet wird hier, ne? Mit diesen Bommeln und ein paar Hunde im Garten, die alles kaputt treten. Irgendwie scheint ihr euch nicht zu mögen. Na, der guckt doch komisch, muss ich sagen. Milo. Und du bist Allegra. Naja, dich mag ich ja eigentlich auch nicht. Werwölfe mag keiner. Naja, vielleicht schon, aber ich zumindest nicht. Nicht wegrennen. Die arme Katze. Wo steht denn? Wo ist die Katze? June. Jetzt kämpf, komm. Mach ihn fertig. Nicht gegen deine eigene Pfote kämpfen, wie doof bist du denn?
Hinter dir ist ein Hund und sogar noch ein Werwolf. Oh. Schnupperdi-dupperdi-dubidu. Miau. Ihr mögt euch. Du bist müde. Dann geh doch schlafen. Kuschel dich ein mit deinem komischen neuen Freund Milo. Ich dachte, du magst den. Du bist so eine hinterhältige kleine Katze. Echt unglaublich. Da, Milo. Das ist ja süß, wie die miteinander spielen können. Schon, du spielst mit dem Feuer, das ist ein Werwolf. Der beißt dich aber, dann mutierst du zum Oberwerwolf. Oh Gott, oh Gott. Der Schulbus für Jessie kommt etwa in einer Stunde. Joanna kommt auch in einer Stunde, also ihr Schulbus. Jetzt gucken wir mal. Wo bist du denn? Du bist noch... Du schläfst, Energie. Du schläfst natürlich jetzt auch endlich, aber jetzt, wo ihr... Ach, ich sag nichts. Dann kommt ihr halt müde in die Schule, wenn ihr die meint, die ganze Nacht wach sein zu müssen. Mal noch mal kurz ein bisschen spulen. Stopp. Bis dahin. Mal noch mal ein bisschen kommen. So, so. So, und stopp. Jetzt halt. Machen wir das hier aus. Die hier hüpfen. Na, hüpfen ist ja immer ein bisschen schneller. Schneller, Kinder, der Schulbus kommt! Der Schulbus kommt! Und John muss in einer Stunde in der Arbeit sein. Der kann doch wohl heute nicht arbeiten an seinem letzten Tag. John, du meldest dich krank. Wo bist du denn? Du, wo bist du denn? Da, du bist doch fast wach. Scheiß auf Arbeit. Du meldest dich krank. Wo ist ein Telefon? Warum haben wir hier oben kein Telefon? Ach so, weil es ja alle aufweckt. Doch, da ist noch eins. Hallo, anrufen. Ruf auf Arbeit an. Und zwar jetzt. Du bleibst heute daheim. Ist dein letzter Tag, was? Wie jetzt? Willst du mir sagen, dass du wegen dem Hund? Ach, Joe, geh doch mal beiseite. Joe, komm, ich kann den ja nicht steuern, stimmt. Geh mal hier hin. Ja, entspann dich. So. Jetzt ist der Hund doch beiseite. Mein Gott, ihr stellt euch ja wieder an. Geht zum Schulbus. Auf. Du bist eine Einserkandidatin, ja? 1+. Der Schulbus wartet auf dich, ja? Ohne dich gäbe es den Schulbus gar nicht. Wir könnten sie dann eigentlich Jessie Katzen-Schulbus nennen, ja? Du bist wahrscheinlich die Beste in dieser Schule. Mal guck dir doch mal diesen Typen an. Der sieht nicht wirklich aus, als ob er viel gelernt hätte. Du bist krank. Du kündigst nicht deinen Job heute. Okay. Und jetzt fahr. Ach, John. Du bist doch drauf. Nun, du hörst dich gar nicht krank an. Willst du wirklich krank feiern? Krank feiern? Mal ganz ehrlich, wisst ihr was? Warum eigentlich nicht? Mal ein bisschen Pep in Johns Leben bringen. Ja. Ja, ist doch so. Dann brauchst du keinen Urlaubstag zu opfern. Gute Besserung. Oh yeah, John. Nicht du. John, was machen wir jetzt? Du bist ausgeschlafen. Du hast hoffentlich... Ja, musst vielleicht mal aufs Klo gehen. Geh mal da hinten aufs Klöchen benutzen. So, John, was machst du an deinem allerletzten Tag? Was machst du? Komm, sag es mir. Bis auf das, dass du nach wie vor im Stehen pinkelst. Kinder, was könnten wir machen? Was könnten wir mit John machen an seinem aller letzten Tag? Ich tue schon, als wäre er tot danach. Geh hier hin. Geh hier hin. Geh hier hin. Geh hier hin. Okay. Ja, das ist ein leeres Grundstück. Okay. Geh ran. Geh ran. Das sind bestimmt schon die Leute, die ich gratulieren wollen. Hey, John, du alter Knacker! Wie geht's dir? Lang nicht mehr gehört! Oh nein, ich liebe. Calabasha, du Pinguadala, Stika! Fue, Creno, Chegua, der Bumhunda! Fitanzomse! Was ist noch deine Frau? Die ratzt noch. Oh Gott, Jane. Du machst dir doch gleich in die Hosen. Aufwachen. Ins Klo gehen. Und John, was machst du? Tschüss. Du isst noch ein paar Plätzchen. Warum auch nicht? Nein, du hast Hunger. Du kannst deiner Frau ein Frühstück machen. Dazu müsstest du allerdings erstmal abspülen. Ich weiß, es tut mir leid, dass du sowas an deinem letzten Tag hier da machen musst, aber... Ja,
Das gehört nun mal dazu zum Leben. Und danach tust du ein Frühstück servieren. Und zwar machst du Pfannkuchen. Genau. Okay, John. Ich würde sagen, du hast was zu tun. Und deine Frau, die geht aufs Klo. Dann hat sie keinen Spaß. Ich würde sagen, geht deine Frau hier ein bisschen Fernsehen gucken. Ach, Johnny Boy. Ach, guck mal, wer da kommt. Ariana. Lucas, Dan. Na du? Wie geht es dir? Ich weiß, hier stinkt's immer wieder. Guckst du an, Jane? Ach, mal wieder ein bisschen. Ein bisschen Schrott, Trash-TV. So. Oh, guck mal, wie die Häuser alle kaputt gehen. Diese Grafik. Ciao, sei doch mal ruhig. Ciao. Ciao. Was möchtest du tun? Jane, ich glaube, du musst dich um deinen Hund kümmern. Du hast genug Spaß. Was soll, will der denn haben? Was hat der Hund denn? Hygiene. Ja, dann würde ich sagen, Jane, dann tust du mal deinen ollen Hund sauber machen. Wobei, nein. Du gehst erstmal essen. Dein Mann hat so leckeres Essen gemacht. Guck dir das an. Leckere Pfannkuchen und die Küche ist noch ganz. Kaum wird der Mann zum Rentner, kann er dann auch bald kochen. Echt, das ist ja der Wahnsinn. Hallo, liebe Tasche. So. Essen, 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 essen. So leer. John, du hast ziemlich... Was spülst du von alleine ab? Leute, der Mann macht mir Angst. Also der futtert nur, okay. Ja, dann lass mal gucken. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden jetzt sich heute noch einen schönen Tag machen. Ach, Ariana, was machst du denn jetzt hier? Ausschalten. Du bist ja ein öko-bewusster, ökologisch bewusster Energiespar-Heini, der eigentlich weiblich ist. Und das ist nicht zu übersehen. Ja, John, ich habe eine gute Idee, was du mit deiner Frau tun könntest. Wir aber gerade schon von Weiblichkeit sprechen. Einsteigen. Du auch. Macht euch doch mal einen schönen Tag, ihr zwei. Ach ja. Das Leben ist hart. Für manche zumindest. Für euch beide ja nicht, ne? Blasto. Mein Gott, seid ihr enthaltsam. Warum hockt ihr euch so gegenüber? Nee, Rimrum. Ich war Ruhrum und der Zee. Ach so, ich kann das die ganze Zeit auswählen, wenn er älter wird. Zum Toast, sag ich. Aha! Ich lerne noch bis zum Schluss, lerne ich noch was dazu. Kann sie klar, nicht. Klar, kein. Mal home. Bewegen. Ja, komm, trau dich. Jesse hat heute einen Schulfreund mitgebracht. Och jö. Jesse, der Schulfreund hat halt überhaupt keine Zeit. Wo bist du denn? Da scheint aber jemand glücklich zu sein. Hast du gute Noten mit heimgebracht? Wo ist dein Schulfreund? Wo ist dein Schulfreund? Ist das die? Oh la la. Ja, die schicke ich ja eigentlich ungern weg, ne? Aber bei Geraldine Liebert. Wer heißt denn bitte so? Oh, ich weiß, ich habe in meinem Laufe meiner Videos hier viele Namen beleidigt. Und das haben auch ein paar echt einen falschen Hals gekriegt. Aber bei dem Namen, Geraldine. Wer heißt Geraldine? Und wenn ja, dann finde ich das echt cool, dass du damit so gut umgehen kannst. Aber ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, als Teenager Geraldine zu heißen. Wie ist denn der Spitzname dann? Gary? Yo, Gary. Nein, Geraldine, so hübsch du auch aussehen magst und so nett du auch bist und so toll und so weiter und so fort, aber Geraldine,
Wow, seid ihr gut befreundet. Was könnt ihr schon alles machen? Ach so. Geraldine, ich würde sagen, heute ist gerade der falsche Tag. Was kann ich denn mehr? Vorschlagen, fragen, verkaufen. Was kann ich denn da alles machen? Sich verabschieden. Okay, danke schön. Denn ihr Vater wird heute alt. Oh Gott. Die ist ja total hohl. Da. Wo bist du? Wieso rennst du denn raus? Die rennst du dir hoch. Die will bestimmt was klauen. Los, lauf! Lauf! Und ihr zwei Hübschen? Unterhaltet euch über Getränke. Und Ariana chillt euch. Kuschelt euch. Kuschelt euch. Komm schon. Aha, war ich da. Ach, ihr zwei. Was ist hier vor? Ragnarok. Hast du sie weggeschickt? Genau. Und deswegen spielst du jetzt alleine Poker. Mein Gott, diese Familie, sie wird immer verrückter. Okay, was könntest du denn jetzt tun, ein hübsches? Von mir aus spiel Poker. Kann ich das wieder wegmachen? Nein. Weißt du was? Dir würde es gar nicht so gut, gar nicht so schlecht gehen, wenn du einfach mal dich um dich kümmern würdest, mein Gott. Okay, dann gehen wir mal. Du gehst jetzt hier erstmal aufs Klo. Ne? Danach gehst du hier duschen. Du stinkst und musst aufs Klo. Und dann holst du dir noch was zu essen. Einen Teller nehmen. Und das reicht erstmal. So, und ihr zwei Hübschen. Ja. Ich weiß, ihr. Was hat jetzt schon wieder $100 gekostet? Ach ja, dann schön. Oder plus. So, jetzt macht mal, komm, macht mal das, was man. Was Unanständiges, komm. Wir gucken mal. Was ist passiert? Was denn passiert? Oh je! Das habe ich ja ganz vergessen, dass die ja schon so eng miteinander befreundet sind. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Ach, das ist ja cool. John, du bist echt ein Herzensbrecher. Ach, Ariana. Oh. John, hau ab. Ganz schnell. Komm. Geschlagen werden. Auch hau ab, komm. Hüpf hier rüber. Hier, nicht hingehen. Hüpfen. Komm bitte. Hau ab. Ganz schnell. Vergiss das. Hau ab. Lalala. Das ist doch ein dreister Bengel, echt. So. Kannst du mit der was noch machen? Dienste beenden. Bestechen mit $50. Oh Gott. Kämpfen. Angreifen. Überreden zu. Nein, wegschicken, Trinkgeld geben, reden, kämpfen, überreden. Was kann ich denn jetzt machen? Redet noch einmal kurz. Na, komm noch einmal plaudern. Jetzt. Ihr seid ja unterwegs. John, du alter Herzensbrecher, weißt du? Komm. Red einfach mal ein bisschen mit dir. Ach, guck, es funktioniert doch. She want to. Ah, wie, Mann. Das Mufasa. Wie war das Solo? Gib ihr noch ein saftiges Trinkgeld und dann schick sie weg. Bobo. Oh Gott, John. Und die sind jetzt auch kaputt. Oh nein, Jane. Jane, was ist los? Super. Tschüss. Jane, was machst du? Was hat denn Jen jetzt hier dafür komische Extreme? Jetzt gucken wir mal. Ja, du hast halt nur Familienwünsche und Tierwünsche. Ihr beiden. Die guckt. Ich finde das cool. Oh, Jen, du bist echt der Harte. Warum ist die eigentlich so lange in der Schule? Ach Gott. Den Müll liegen lassen. Du bist da? John, seit wann kannst du so gut Musik machen? Das hört sich richtig gut an.
Du machst jetzt nicht den Fernseher an, du zerstörst jetzt nicht die schöne Idylle, die dann dein Vater ja geschaffen hat. Du gehst aufs Klo und danach würde ich sagen, du bist doch scheiß müde, aber das ist vollkommen wurscht. Wir gehen gemeinsam unter, wir sind jetzt gemeinsam unterwegs. Ich wollte ursprünglich vor, dass nur die beiden gehen, aber sie hatten ja ihr romantisches Ständchen schon. Jetzt lasse ich John älter werden. Und ja, danach würde ich sagen, gehen sie alle mal noch irgendwo hin, die gesamte Familie. Und dann. Ah, der Kuchen ist mir gar nicht mehr gut. Sollen wir vielleicht erstmal hier rüberstellen? Kann ich den hier irgendwo hinstellen? Jetzt brauche ich meinen Tisch da hinten, komm. Auf Esstischen, Schreibtischen. Ich muss den irgendwo hinstellen. So, da. Ja. Halt, stopp. Wo bin ich denn jetzt hier? Genau, da steht er da hinten. Kaufen wir dir eine neue Torte. Und zwar hier. Zack. Okay. So, jetzt stehen hier alle. Jetzt muss ich die Chain hier nur noch irgendwie. Und irgendwie ist immer ein Familienmitglied beim Bikini. So, du hörst jetzt auf. Du gehst jetzt auch nicht mehr slow. Ah, nein, 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 stopp! Warum rennt ihr denn mir schon wieder alle weg? Was ist das? Ja, Plim, von mir aus. Und du auch, oder? Ja, gut. Und schon bestimmt auch gleich. Ja, lüne Torte. Du bleibst stehen, Jane. Ja, was ist das? Der ist ganz da hinten, bis du da nach hinten gelaufen bist. Ja, gut, nach. Kommst du sowieso nicht hin. Wetten, sie muss auch gucken, was das ist. Oh Gott, es ist doch nur ein Tisch. Okay, John. Und jetzt würde ich sagen, ist der Moment gekommen. Mit diesen Gedanken wirst du jetzt ins neue Altersdingsbums. Was auch immer. Keine Ahnung, rutschen. Du guckst schon wie so ein grimmiger alter Mann. Deswegen würde ich sagen, älter werden. Leute, es ist soweit. Älter werden. Bleibt doch alle stehen. Worum rennst du weg? Gratuliert bekommen. Nichts essen. Werd doch endlich älter. Komm schon. Ja, genau. Geh mal zu deinem Mann hin. Guck dir an, dieser stolze Mann hier in seiner coolen Badehose. Oh Gott, es ist so chaotisch wieder, aber ich finde, es passt einfach. Es passt einfach zu diesem Mann. Okay, Leute, ich bin so gespannt. Meine Hände schwitzen. Oh je, oh je, oh je. Guck dir diesen alten Mann an. Oh Gott. Tut mir leid, dass ich lachen muss, aber das sieht einfach so geil aus in diesen Haaren. Oh, es ist cool. Okay, John ist jetzt Knacker. Als Erwachsener hat John den Laufbahnlevel Einflussnehmer erreicht. Das ist gar nicht so übel. Es sieht ganz so aus, als würde er auch im Alter ein erfülltes Leben führen. Du hast es jetzt geschafft. Da du jetzt zum alten Eisen gehörst, kannst du per Telefon die Rente beantragen. Und das ist nicht gerade wenig. Oh, John, jetzt kriegst du sogar noch mehr Geld. Und du magst deinen Mann immer noch? Guck dir diesen alten Mann an. Guck dir diesen alten Mann an. Ist das nicht geil? Vor allem, ich finde es so genial, dass er jetzt in der Badehose zum alten Knacker wurde, weil der Seemann auch schon gleich wie fertig der ist. Aber trotzdem muss er sich was anderes anziehen. Tut mir leid, das kann ich auch nicht ewig. Stellen wir das mal kurz dahin. Soll sich dein alter Mann, Gott, der wird sich einfach schon sehen, was der da gleich dreht. Okay, ich muss mich beruhigen. Umziehen. Alltagskleidung. Guck dir diesen Knacker an. Schlabberdidab. Richtige Oma-Klamotten, Opa-Klamotten. Oh nein, ich vermisse den Alten jetzt schon. John ist zum Knacker, das haben wir schon gelesen. Okay, dann würde ich sagen, John, kriegst du jetzt einen Schluck anstoßen mit. Wer ist Robert? Wer ist Robert? Wo ist denn hier ein Robert? Haben wir denn hier noch irgendwo? Das ist Robert. Robert Plender.
Als ob du mit Robert anstoßt, ganz ehrlich. Das ist so wie in meinem Geburtstag, wo ich einfach auch mal mit irgendeinem wildfremden Typen gefeiert hatte. Mit Jane und dann anstoßen mit Jesse. Und du kannst dir schon mal ein Stück von dem nicht aufräumen. So. Ich finde das so cool, wie er jetzt läuft. La la la, der alte Mann. Die anderen müssen Müll denken. Nein, nein, nicht den Fernseher anmachen. Warum macht ihr immer dann den Fernseher an, wenn ich es nicht gerade haben möchte? Leute, ich tut mir leid, ich mache jetzt noch einmal den Cheat der Cheats an. Vorhin anmachen können. Und tschüss. Ja, wir sind jetzt hier in einem Haushalt, wo ein alter Mensch wohnt. Und da wird nicht mehr Fernsehen geguckt. Haben wir uns verstanden? Da wird jetzt nur noch Kunst angeschaut. Okay, da stellen wir jetzt hier ein altes, schönes Bild hin. Das sieht aber scheiße aus. Hier so, ne? Ein Apfel. Apfelfrau. Zack. Und das ist jetzt Kunst. Und die betrachtest du jetzt. So. Okay. Aber jetzt wird hier erstmal gesoffen. John, das sieht jetzt ziemlich heftig aus. So eine hübsche Frau. Guck dir, also auch eine tiefe Stimme bekommen. Eine hübsche, schöne Frau im Bikini und so ein alter Knacker. Das sieht ziemlich heftig aus. So, jetzt habt ihr noch einmal. Tschüss noch mit deiner. Mit deiner Tochter anstoßen. So, anstoßen mit deiner alten Tochter. Und der Müll stinkt, aber es ist immer Müll da, wenn wir irgendwo was feiern, aber den tun wir jetzt trotzdem da hinten mal. Zu unserem Müllhalter. Hoho. Du spielst mit deinem. Wie der redet, ich finde das so cool. Okay, dann würde ich sagen, anrufen. Nee, Quatsch, ihr habt ja alle ein Auto. Das ist diese, da passen nur zwei rein, gell? Da passen ein paar mehr rein, deswegen stellen wir das Auto mal. Ja, was soll ich das Auto jetzt hinstellen? Ich habe ja zum Glück diesen Cheat. Steht das Auto mal da drüben. Na, stopp. So. Okay. Und jetzt geht ihr mal zu einem Gemeinschaftsgrundstück. Fahren, du fährst lieber. Der alte Mann ist so klapprig unterwegs. Weitere Sims. Also, wir gehen nach Downtown. Ins Bernards Botanikrestaurant. Wir haben Pflanzen aus den Randgebieten der Stadt gerettet. Ach, das ist doch für einen alten Mann doch genau das Richtige, oder? Ja, komm. Geh ins Botanikrestaurant. Alle gehen mit. Auch du gehst mit. Auch du gehst jetzt mit. Du gehst mit. Du gehst mit. Ihr bleibt daheim. Ist mir scheißegal, ob du wieder müde bist. Oh Gott. Wie scheißmüde das Kind ist. Wie scheißmüde die alle sind. Das wird gleich lustig. Die fallen wir alle zusammen. Immer gucken, auch nur einen kleinen Ausflug machen, okay? Und dann kommen wir nach Hause, dann ist es dunkel und dann machen wir noch Feuerwerk. Dann hat sich das auch. Jane wird morgen um 18 Uhr altern. Planen eine Geburtstagsparty und kaufe Jane einen Kuchen. Na gut, die wird ja auch alt, stimmt. Was wird denn das jetzt? Vorsicht, was ist denn Vorsicht? Schlafen? Schlafen verstehe ich. Was ist hier Vorsicht? Gucken wir mal, was jetzt. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Die Sims machen wieder alle, was sie wollen. Aha! Das seht ihr also unter Vorsicht. Dann geht ihr jetzt zu einem Gemeinschaftsgrundstück alleine, okay? Du nimmst mit. Jane, weitere Sims. Immer noch nach Downtown, immer noch zu Bernhards Botanikrestaurant. Komm schon. Nee, müsst nicht mit. Müsst nicht mit. Ja, ihr geht ins Bett. Wieso fahrt ihr jetzt nicht? Was ist denn da los? Okay, irgendwie wollen die alten Menschen nicht mehr aus dem Haus.
Aber das kriegen wir auch so. Guck dir diesen alten Knacker an. Er hat gar nichts von der Torte gegessen. Keine Aktion verfügbar. Wieso kann ich denn nichts von der Torte essen? Machen wir das hier mal weg. Jetzt. Warum kann der immer noch nichts essen? Kerzen aus. Wieso denn du jetzt? Ach so, weil du. Oh, aber John haben wir es verpasst. Weil John haben wir es verpasst. Der ist 55 Jahre alt. Ach so, der könnte jetzt jederzeit sterben. Oh nein. Geh doch aufs Klo. Ach, der ist auch so alt. Ist auch so müde. Und was machst du? Das zubereiten, das ist eine ganz gute Idee. Aber nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ihr geht jetzt mir alle nochmal hier hin. Ich möchte, dass ihr jetzt nochmal dahin geht. Ich weiß, ihr seid scheißmüde. Es ist mir vollkommen wurscht. Ihr. Na, ja, John. Geht jetzt nochmal hin. Ich möchte noch Feuerwerk machen. Ich möchte noch Feuerwerk machen. Komm schon. Da, 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 da. Muss ich wieder die Leute nur alle. Weil es wird in 10 Minuten dunkel. Ich weiß, du bist müde. Kommst du runter? Wir machen das jetzt ein bisschen beschleunigt. Obwohl, sie ist doch schon da, oder? Hui. Und schon ist sie da. Leider, Killer so, ein alter Mann macht das Feuerwerk an. Wunderkerze, Bombe aktivieren. Partybombe, Bombe aktivieren. Silvester, Party. Partybombe. Und zwar. Mach. Bleib doch hier, Kinder. Kinder. Naja, gut. Oje, was geht jetzt los? Was war das denn? Ist das am Arsch? Okay, John, sind die Sachen angekommen. Jane, du musst jetzt... Ganz ehrlich, was du da machst, ist total unfair, ja? Dein alter Mann kann das nicht mehr machen, wobei der kann das auch. Aber der ist nicht mehr so fit und du musst jetzt hier doch deine Jugendlichkeit noch an den Pranger setzen. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh scheiße, John. Tut mir leid. Wie siehst du denn aus? Jetzt noch an Sex denken. Du bist doch unterwegs, ey. Guck mal, wie du aussiehst. Tut mir leid. Okay. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt mit dem Feuerwerk. Oh, scheiße. Was für eine chaotische Folge. Aber das gehört sich. Das passt doch alles so schön perfekt zusammen. Ich glaube, du gehst jetzt erstmal in die Dusche und danach gehst du aufs Klo. Jane, vielleicht kannst du für deinen Mann das mal kurz erledigen. Vielleicht zündest du das kurz an. Oh Gott. Hi, Abba! Oh. Hi, Lemmy! Hi, Lemmy! Jawoll! Feuerwerk! So, John, das war für dich. Das war für dich. Guck dir diesen Mann an. Och, jö, der tut mir ja so leid. Oh, Mann. Ja, dann würde ich mal sagen, das war eine Geburtstagsparty, die zwar echt chaotisch war, es hat vieles nicht so geklappt, wie es sein sollte, aber sie war witzig. Ich hoffe, ihr fandet das auch. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Es kommt noch eine Folge, keine Sorge, das wird jetzt hier nicht der Abschied. Aber vielleicht ist das auch nur eine kurze. Mal schauen. Wir werden es sehen. Aber, ja, Leute, wir haben jetzt hier einen alten Mann, ja, mit grauen Haar und weise wie eine leere Schüssel Müsli. Unglaublich. Also, die Kinder schlafen, der Hund schläft, die Kinder schlafen, ja. Der Hund auch, da hinten, genau. Alles ist so, wie es, die Kinder schlafen nicht, wo ist das Kind? Ach, das schläft jetzt in diesem Bett. Und wo schläft dieses Kind? Das schläft jetzt da unten. Ach ja, warum auch nicht, ne? Wir haben ja genügend Betten. So, Leute, das ist das Familie... Das Haus der Familie Meier. Hier passieren die verrücktesten Dinge. Und ich würde sagen, wir sehen uns nochmal.
fürs letzte Mal in diesem Let's Play. Das nächste Mal. Also, ciao Leute.